Hallo Menschen, endlich ist das erste Add-on von Grim Dawn heraus, Ashes of Malmouth. Und wenn ihr Bock habt, dann werden wir das gemeinsam spielen. Es gibt zwei neue Klassen und wir spielen Inquisitor. Und wir starten gleich. Machen wir einen weiblichen Inquisitor. Inquisitor. Alles klar. Natürlich Veteran. Kein Hardcore. Scheiß drauf. Oder nicht? Auferstehen lässt. Die einzelnen Abschnitte in dem Spiel sind riesig und alles zu erforschen, das macht eigentlich immer Sinn, weil es überall Verstecke gibt, überall so geheime Kisten und also immer cooler Loot. Ach, verfehlt. Oh, Francis. Eine grüne Knarre. Nice. Das wird wahrscheinlich unser Main Focus werden beim Inquisitor. Ranged mit Knarren. Jetzt schon Level Up zu Level 5 verflucht. Klar, was ist denn mit dir? So. Iron Bits. So, nice, wir haben es geschafft, Level 5. Jetzt wird's Zeit. Was ist denn jetzt los? So. Jetzt wird's Zeit, unsere erste Klasse auszusuchen. Deswegen Inquisitor. Oh yeah. Nice, hab mich schon voll gefreut auf die Klasse. Starten wir. Zack. Stormbox of Elgolad. Left click to add. Okay. Brauchen wir einen Standardangriff. This is a range weapon bonus. Also neben dem. Oh yeah, das ist natürlich gleich das Peste. Können wir Pistols in beide Hände nehmen. Und es gibt einen Bonus dafür. Okay. Ah, okay, das ist so ein 4. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ah, okay. Level mal das ein bisschen auf, das ist immer cool. Mal zwei Punkte dahin und oder da noch einen sechsten Punkt. Fire Damage, Cold Damage und das hat Electrocute Damage. Okay, zack. Nice, okay. Yes. Okay, das Devotion, das erkläre ich dann, wenn wir soweit sind. Alles klar, cool.
kranken Scheiß hast. Ah, eine Kiste. Kiste ist immer nice. Cool. Was natürlich richtig cool ist oder einfach ist, die Quests werden einfach mit einem richtig fetten Stern und du kannst dann mit der Maus drüber fahren und siehst sofort, welche Quest da ist. Das ist richtig cool. Bam. Ah, das ist schon der erste Quest-Boss. Pisser. Schauen, dass wir da nicht drauf gehen. Oh, nice. Cool. Nice. Okay, erster Devotion-Punkt. Das ist der alternative Skill-Tree. Und da kann man Passivfähigkeiten davon bekommen und Passiv-Attribute, wie zum Beispiel Defensive, Prozent Health, Offense Ability. Und es gibt fünf verschiedene Richtungen. Eben fünf verschiedene Richtungen, in die man gehen kann. Und je mehr man natürlich in den Punkt investiert, desto höher kommt man dann, weil je weiter man zum Beispiel weggeht, desto stärker werden die Fähigkeiten, die man kriegt. Und man kriegt zum Beispiel die stärksten Fähigkeiten nur, wenn man viel Punkte in die investiert hat. Aber da gehen wir dann näher drauf ein, wenn wir soweit sind. Bis jetzt haben wir nur einen Punkt. Einen Punkt und da gehen wir natürlich... Es ist immer schwierig. Die Punkte kann man natürlich immer wieder zurücksetzen bei so einem NPC. Ist überhaupt kein Problem. Die kosten einfach nur Ingame-Währung. Ich würde mal sagen, Health ist immer gut. Offense, Offense, Health. Wir gehen aber mal Health. Jetzt haben wir natürlich gleich diesen. Die rote Richtung freigeschalten. Chaos nennt sich das. Ausschauen tun es wie so Sternzeichen. Die Ratte und der Ratch. Der Jackal. Fiend. Vulture. Ghoul. Und je mehr man dann da Punkte freischaltet, desto weiter kommt man dann zurück. Boah, ich freue mich schon so auf die neuen. Ich glaube, die haben 14 neue High-End-Sternen-Konstellationen hinzugefügt. Ah, ich freue mich schon, das wird richtig cool. Alles klar. So, jetzt helfen wir einfach ein paar. So eine Side-Quest sein, jetzt helfen wir einfach ein paar Leute da in Devil's Crossing. Das ist unser Save. Wir nehmen allen Bits zu. Ah, okay, cool. Item Stash. Ah, okay. Nice. Okay, das ist vom Account. Okay, cool, nice. Das ist cool, dass man sich den neuen Tab kaufen kann. Echt nice. Rau. Das ist unser NPC, wo wir alle Punkte zurücksetzen können und so. Yes. Einfach ganz easy. Durch Iron Bits kann man einfach die Punkte wieder zurücksetzen. Außer die natürlich in den Main, also von der Klasse die Main-Punkte, die kann man nicht zurücksetzen. Aber sonst alle Punkte, die man verteilt hat, kann man
gegen einen kleinen Unkostenbeitrag einfach wieder zurücksetzen und neu verteilen. Ah, fuck, wir müssen irgendwann Zeug verkaufen. Ah, nicht. Alles, was so lila ist, das sind alles fürs Crafting, Materialien. Okay, Levels. Wir könnten theoretisch, könnten wir eine zweite Fähigkeit, eine zweite Klasse aussuchen. Aber ich bleib mal. Demo. Das war geil, Inquisitor Demolitionist. Aber ich schau, ich muss mal zuerst schauen, welche. Ich bleib mal bei Inquisitor. Vielleicht irgendwann später.